So, Leute, ich herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt eine Beziehung, kann man schon so sagen. Und zwar. Ich habe jetzt mal geguckt, was es mir bringt. Ja, die geben LSR-Waffen. Also bringt mir eigentlich gar nichts mit den Kunden, das zu schließen halt auch. Wenn wir mal gucken konnten, wie das mit Haus Steiner ist. Ich glaube, die geben Laserwaffen, glaube ich, super. Bringt ein Bündnis hier was? Weiß man nicht. Aber ein Bündnis bringt eigentlich gar nichts, weil alles eher nutze ich so kaum. Die Frage ist, wenn ich so ein Bündnis mache, ob dann irgendwelche Flashpoints wieder auf oder so. Das weiß man nicht. Momentan sind jetzt zwei. Denke ja, deswegen könnte das dann doch sich lohnen. Früher oder später. Aber warten wir das mal ab. Jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal. Wir haben hier läuft 39 Tage, ab 22 Tagen brauchen wir bis hierhin. Und hier haben wir das, läuft 49 Tage, 42 Tage. Ja, das wird eine knappe Sache, aber das kriegen wir von der Zeit her hin. Roger that, Commander. Course plotted. That work order you submitted is complete. Wir haben uns hervorragende Dienste geleistet, Commander. Meine Regierung möchte sich bei Ihnen bedanken. Vielleicht sollten wir uns unsere Verbundenheit durch eine Allianz offiziell machen. Okay. Und dann kriegt man automatisch, wenn das mal auf 100 ist. Okay. Das würde mich halt interessieren, wenn ja, wäre das eine Überlegung, das zu tun. Dann wäre das so eine Überlegung, ja. Okay. Weiterleiten, ja. Bei folgenden 30 Tagen halt niedergeschlagen, ja. Gut, das ist halt echt so. Kann man, wenn man es halt sagt, vielleicht so. Gut, du kannst es nicht eigentlich einem recht machen. Daher ist okay. Da sein. So, da passt der Reflex. Aber sie beide sollen die Sporthalle gehen. Verletzung gut gemacht, danke. Ah, ja, gut, ich kann jetzt nicht einsetzen. Kotzen. Das ist doch echt jetzt wirklich zum Kotzen. Gucken wir mal im Laden. So, wir haben hier einen Schwarzmarkt auch. Waffen. Gaussgeschütz kriegt man hier ein normales. Was? Ja, weil ich.
gar nichts. Ich hab vorhin die Gauskiste aufnehmen. Das ist alles so das Buch von Glück. Und die Gauskiste kriegst du höchstens bei den Schwarzen. Oh, ein Wärmetauscher D. Kann man hier kaufen. Das ist ja interessant. Ja, das holen wir mal auf jeden Fall. New equipment available. Also Wärmetauscher D, ja. Sehr selten, aber wenn man mal so ein Ding kriegt, eine Million wert. Und Thanos, ja, kennen wir. 20. Ja. Nee. Schon Ausrüstung. Gut, nee. Dann. Nee, irgendwie wollte ich einen Flashborn. Bis dahin. Also. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Guck mal, was wir hier haben. Willkommen auf Cavalor, Commander Turner. Ich weiß Ihre rasche Reaktion auf meine Anfrage zu schätzen. Ich habe eine heikle Aufgabe für Sie, die bezüglich erledigt werden muss. Deswegen sind wir hier, Lady Marina. Erzählen Sie uns, womit wir es hier zu tun haben. Cavalor ist die Heimat einer Gruppe von Anführern der Volkoviten. Ihr Name geht auf den Namen ihrer Gründerin Persephone Volkov zurück. Diese charismatische Frau aus der unterschiedlichsten ihre Plattform dazu, die hochwertigen Funktionen des kabellanischen Staates zu verhöhlen und zu bedrohen. So hat es der Kanzler selbst gesagt, er ist über Volkovs Handlung höchst verärgert. Okay. So. Auwei. Wenn sie diese Vollkorn und die Aufmerksamkeit des Kanzlers auf sich gezogen hat, wird das Böse für sie enden. Gelinde gesagt, in einer einzigen Rede hat Persephone Vollkorn alle drei Grundsteine der kapellanischen Kultur verunglimpft. Die Corfin-Doktoren, das Samata-Mandat, die Lorix-Verordnung. Auch nur dieser Maxime in Frage zu stellen, ist schon gefährlich genug. Aber was Vollkorn getan hat, nun, bestimmte Gebaren dürfen einfach nicht toleriert und bestimmte Grenzen nicht überschritten werden. Sie möchten also, dass wir eine Frau aufgrund ihrer politischen Überzeugung töten? Das ist kein Söldnerauftrag, Lady Marina, das ist Mord. Ich fürchte, der Kanzler teilt ihre Einschätzung nicht, Dr. Morat. In der Konfrontation gibt es kein schädliches Verbrechen, als die Sicherheit des Staates zu bedrohen. Ob es sich dabei um psychisch oder ideologisch handelt, für den Kanzler nicht von Bedeutung. Die gesamte Volkoviten-Gemeinde wurde zum Tode verurteilt und sie müssen das Urteil für mich vollstrecken. Okay, warum nicht, wenn wir dafür bezahlt werden. So, ich wusste, dass ich mich nicht auf sie verlassen kann. Leider haben sie Volkoviten Schutz gekauft. Sie hatten eine Drahtzubak aus dem Randgebiet. Diese werden sich ausschalten müssen, bevor sie sich ihrem wahren Ziel widmen können. Okay, ich möchte Ihnen nahelegen, die Situation schnell und sauber zu bereinigen. Cavalor ist ein wichtiger Planet mit stark wachsender Bevölkerung und seine Sicherheit für die Konföderation und höchste Priorität. Der Kanzler wird Ihren Fortschritt höchstpersönlich auch überwachen. Dann sollten wir uns vor unserer besten Seite zeigen. An die Arbeit. Ich meine, wir werden dafür bezahlt, was soll denn das? Warum? Und darum hadern. 800.000, die holen wir mit. Ja, das ist verletzt. Aufklärer. Ja. Er hat aber, glaube ich, nicht. Ja, hat er das gleiche? Ja, er hat das gleiche. Sehr schön. Gut. Und wie sieht das hier aus? Niedergeschlagen? Gar nichts. Dann wird das übernehmen hier.
Also. Command interface initiated. So, bei diesem ersten Einsatz sollten sie die D und C Mesh der Ratzebats Kompanie einen DP-10Z Zyklop aufspüren und ausschalten. Er scheint standardgemäß konfiguriert zu sein. Ist auf jede Distanz ein gefährlicher Gegner. Ja, wissen wir. Sie sollten die Ratzebats Kompanie nicht unterschätzen. Vergessen Sie nicht, dass es sich dabei um Söldner aus dem Grenzgebiet handelt, die im Gebiet von Haus Yano tätig sind. Sie wären hier nicht, wenn sie sich ihrer Fähigkeiten nicht sicher wären. Und selbst sicher genug, um das Richtige zu tun. Wir werden nicht zulassen, dass sie diese Leute verfolgen, nur weil sie ihre dämlichen Credo nicht akzeptieren. Diese Respektlosigkeit war Unglück, Commander Elitär. Sie rate ihnen auf ihren Ton zu achten, sonst wird der Kanzler als nächstes auch ihren Kopf fordern. Kleinkarierte Tyrannen wie Gandiano gibt es hier in dem Grenzgebiet wie Sand am Meer. Jagen mir keine Angst ein und ihre Söldner ebenfalls nicht, Elisander. Ja, mutig, aber töricht. Greifen Sie den Feind an und eliminieren Sie ihn, Commander Turner. Jo, Ende. Ach ja, ich weiß nicht, wie viele Söldner wir schon exekutiert haben, aber die scheint es hier wirklich wie Sand am Meer zu geben. So, das ist das. Und das ist die Unterstützung. Da würde ich sagen, gehen wir erstmal Unterstützung. Location confirmed. Aha. On the move. Okay. Und weiter. I copy. I read you, Commander. Moving out. Affirmative. Okay, so, da haben wir die ersten. We got company. So, dann mal. Receiving you. Ja, schütze. Aye, aye. So. Got it. Boah, ist er da gerade so überstanden? Aber wie gesagt, das hat er gerade so überstanden. Das ist nicht wahr, du. Enemy mech. Critical damage detected. Good to go. Okay, okay. Ritting off! Kann zerlegen, weil er ist ihn. Was soll's. One last target. Das konnte er nicht überleben. What can I do for you? Einfach nicht machen. Okay, hier hin. Let's go. Wecken. Oh, die sind schnell, die sind alle 60 Tonner. Kein Problem.
So. Wollen wir mal. Frage, wen holen wir? Da ist der da hinten. Ja, okay, dann. Firing on target. Boah, ich hab aber gedacht, der killt den. Aber ich gedacht, der killt den. I think I hit something good. Yes, Commander. Atlas. Holt sie den da hinten dran? Targeting for an Alpha Strike. Weggefetzt. Waiting on you, Commander. Dann das kann der Bullshock sogar erledigen. Ja. Enemy mech destroyed. So, wo ist das jetzt hier? Oben. Ja, dann mal ab los. Position confirmed. Move order received. Ah, da ist er. It's go time. Da einer. 90. Ja, da komm mal. Commander. On it. So, was bist denn du? Ah, der. Bestimmt wurde uns hier mitgeteilt. Das ist so unfassbar, ne? Dieser Attentäter und dann trifft dieser Marodeur. Hostile removed. Unfassbar. Also, es ist unfassbar, ne? Das klappt bei denen perfekt. Da kannst du echt sagen, ja, die Dinger sind eigentlich, wenn der da kommt, macht er die. Und bei den anderen kriegt er es da manchmal nicht hin. Das ist unfassbar. Commander, das Gebiet wurde, ja, bla bla. Gut gemacht, Commander. Ohne den Duft mit die Ratio Black Company auseinanderbrechen. Ihre Kampfstärke ist deutlich gespeckt. Wenn sie wissen, was gut für sie ist, dann lassen sie ihren Auftraggeber zurück und erziehen sich zurück ins Grenzgebiet, ihre Wunden zu lecken. Kehren Sie fürs erste in Orbit zurück zu reparieren. Ihre Mächte greifen Sie vorher an, sobald Sie bereit sind. Video Ende. Mission successful. So, das war's. Aber ich hätte können drauf wetten, dass ich den jetzt da wirklich wieder kille. Also, da macht der Marodeur bei solchen, erlebe ich oft bei Attentat, Marodeur, diese Einheiten, da hat der echt ein Händchen. Du weißt nicht warum, die killt der mit einem Ding. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber er schafft. Und bei den normalen. Ach, das kommt nicht hin. Vielleicht ist er dafür einfach perfekt ausgebildet für so, solche Dinge da. So, erster Offizier Commander Elliot. Wir sollten einen Ratzelbett kontaktiert und sie möchte wohl verhandeln. Soll ich sie auf den Bildschirm legen? Wenn sie Wetter hat, können wir gerne reden. Jo, lass mal hören, was sie zu sagen hat. So, wir sind also Commander Turner. Unter nahezu allen anderen Umständen wäre es mir eine Ehre, mit ihnen zu sprechen. Sie machen sich im Grenzgebiet der Zeit durchaus einen Namen. Ist das nur ein Höflichkeitsbesuch, Commander Elite? Oder gibt es tatsächlich etwas zu sprechen? Ein bisschen von beiden, sehen Sie, Commander Turner. Die stehen hier auf der falschen Seite. Das ist einfach so. Unsere Kunden tun niemandem weh. Wir haben einen solchen Angriff nicht verdient. Ich hege durchaus Sympathie für Sie, Commander Elite. Aber der kabellanische Staat nicht Aufruhr und ihre Kunden haben eine Grenze überschritten. Vielleicht aber den Tod haben sie dafür nicht verdient. Ja, das ist immer so eine Sache. Sehen Sie, Commander, die Vulkanen sind noch nicht einmal Ständen, sondern eine örtliche Region, eine Art volkstümliche Erweckungsbewegung. Bei den öffentlichen
Verleugnung und an denen ihre Kunden ihnen erzählt hat, handelt es sich um eine Predigt für Volkoviten in einer Kirche der Volkoviten. Sie haben ihre Ansichten also nicht mit dem Megafon auf dem Marktplatz verbreitet. Sie waren laut genug, um die Aufmerksamkeit des Kaisers auf sich zu ziehen. Das ist der Konföderation gar nicht gut. Teufel, das wäre nirgendwo cool in der. Ihre Kunden tun mir durchaus leid, aber sie hätten es besser wissen sollen. Mag sein, aber Hausliano möchte meine Kunden tot sehen und bezahlt sie dafür, den Abzug zu drücken. Wenn sie das tun werden, sie diese Gemeinde wegen einer Handvoll Abschnitte in ein paar Büchern abschlachten. Ist das für sie in Ordnung, Turner? Für mich wäre es das nämlich nicht. Jo, wir fassen die Verträge nicht. Ja, sehen Sie, Turner, wir möchten nicht nochmal gegen Sie kämpfen. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt gegen Sie kämpfen können. Eine Nacht der Abreibung, die Sie uns beim letzten Einsatz verpasst haben. Aber vielleicht können wir die Sache als Freunde anstatt als Feinde zu Ende bringen. Meine Kunden haben mich bevollmächtigt, Ihnen das Doppelte der Bezahlung von Haus Liano anzubieten, wenn Sie Ihnen dabei helfen, um Planeten zu fliehen, anstatt sie zu töten. Wir werden sie nach Lupa im Grenzgebiet bringen. Damit wären sie kein Problem mehr für Haus Liano und nicht mehr in Gefahr. Und für sie würde sich das allemal lohnen. Ja, das ist echt interessant. So, der Kanzler beobachtet uns persönlich, Commander. Wenn wir unseren Vertrag missachten, geht unser Ruf mit Haus Liano den Bach runter. Kann ich nicht bestreiten, es wäre ein Risiko für sie. Aber mal ganz unter uns Söldnern, Commander. Die richtige Entscheidung, wie dem auch sei. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Was möchten Sie tun? Bitte. Okay, komm, wir helfen hier. Die ist mir sympathischer als das andere Typ. Ja. Ja, das höre ich gerne. Nachdem sie uns gerade schon die Hölle heiß gemacht haben, habe ich wirklich kein Interesse daran, erneut gegen ihre Lanze zu kämpfen. Ich werde ihre Nachricht weiterleiten und die Person sagen, dass sie ihre Leute abreisebereit machen sollen. So ein scheiß Konvoi, ne? Das wird ätzend. Ja, gut. Sie haben sich richtig entschieden, Commander. Danke. Ich werde Sie an Ihre Worte erinnern, wenn uns Agenten der Maris Koffer auf Befehl von Kanzler Liano im Schlaf strangulieren. Wir gehen zweifelsohne ein Risiko an, aber aus den richtigen Beweggründen holen wir Volko und ihre Leute daraus. Konsequenzen kümmern wir uns später noch Sorgen machen. Okay. Wird sich zeigen. Und wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann.